Das ist zwar ein Löwenbräukrug. Wir werden aber nicht auf dem Oktoberfest gehen oder in den Pub. Das bist du von heute. Und das ist dein inneres Kind. Und heute erkunden wir, warum du immer wieder Leere verspürst und in deinem Körper und in deinem Nervensystem dieses Empfinden überhaupt vorkommen kann. Ich bin Gabriela. Ich begleite Menschen mit Entwicklungstrauma und KPTBS. Ich bin selbst Überlebende und meine Begleitung in der ersten Online-Trauma-Akademie für Betroffene zielt darauf ab, dass wir somatisch und mit dem Prozess der Nachbeälterung einen ganz, ganz großen Fortschritt erreichen. Dann lass uns die 10 Ursachen dafür, warum du dich immer wieder in Leere befindest, anschauen. Und ich freue mich jetzt auf dich. Wenn sich dein Körper in der Leere befindet, ist vergleichbar genau mit so einem Gefäß. Das ist zwar ein Bierkrug, aber wenn du dir vorstellst, dass genau das dein Körper ist, dann fühlt sich von innen wie ein Leere, wie ein Schwebe, wie ein undefinierbares Etwas an. Ein Gefäß ist zwar vorhanden, das sind ja deine Körpergrenzen, aber du weißt nicht so genau, wie du damit umgehen sollst und noch weniger, wo das alles herkommt. Es ist auch oft zu beobachten, dass Betroffene zwar sagen, ich fühle mich so leer, aber sie können es nicht so genau begründen und sie können es auch nicht artikulieren, wo dieses Gefühl herkommt, seit wann ist es da und warum sie das so empfinden. Die erste Ursache kann sein, dass du dich leer fühlst, weil du all deine Gefühle verdrängt hast, weil diese überwältigend sind. Das ist ein sehr, sehr typischer Mechanismus und natürlich Selbstschutz, von Traumabetroffenen. Und diese Fähigkeit, das ist eigentlich etwas Tolles, dass wir das können, haben wir meistens schon in der Kindheit gelernt. Das bedeutet, dass, und jetzt kommt ja eben Chitta und Träume, nicht wahr? Das heißt, dass sobald dein Inneres, das innere Kind bzw. deine kindlichen Seiten, diese Gefahr wittern, auch bis heute, dann wird ein Signal geben, wo deine heutige Persönlichkeit, der Verstand, hier sofort reagiert und diese schmerzhaften Gefühle und Emotionen unterdrücken. Wenn wir aber keine Emotionen empfinden können, bedeutet, dass ich ohne Emotionen ganz schön leer in meinem Inneren aussehe und auch empfinde. Zweite Ursache kann sein, dass du dich leer fühlst und nichts mehr empfindest, weder Traurigkeit noch Freude noch Schmerz, weil diese Abspaltung vielleicht sogar schon dauerhaft da ist. Oder dass du durch dieses Verdrängen deiner Emotionen wirklich in eine Art Dysthymie, das ist eine besondere Form der Depression, was bei Menschen mit Entwicklungstrauma sehr oft vorkommt, dass diese Dysthymie, also seit über mehr als 2 Jahren, dass du depressive Zustände hast und die Emotionen nicht mehr da sind, so gewohnt sind, dass diese Gefangensein, und da sind wir jetzt wieder bei dem Krug, nicht wahr? Dann bist du in diesem Gefäß, in deinem Körper gefangen, du drückst alles nur, verdrängst du alles nur und dadurch empfindest du ja nichts mehr. Denn wir können nicht nur selektiv eine Emotion ausschalten, entweder eine oder alle. Die dritte Ursache dafür, dass du diese Leere empfindest, wenn du dich hierbei auch noch wie von außen beobachtest. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du höchstwahrscheinlich in einem dissoziativen Zustand bist. Das ist eine sogenannte Depersonalisation, also wo du viel mehr in eine Distanz
zu dir selbst gegangen bist, genau deshalb, weil der Körper, ja, dieser Gefäß, der Körper, der sehr viel Schmerz bereitet, sowohl physisch als auch psychisch. Das heißt, dass du sozusagen deinen Körper verlässt. Also mit der Seele und mit deiner auch Wahrnehmung bist du nur noch im Außen. Das können sogar schon kleine Kinder, die Trauma erlitten haben, sehr gut beschreiben, wie sie ihre Körper, wenn es wirklich in Gefahrsituationen sich befinden, sie verlassen. Sie können das beschreiben. Die nächste Ursache kann sein, dass du dich leer fühlst, weil du tatsächlich auch gar keine Energie mehr übrig hast, überhaupt etwas zu empfinden. Das zeugt von einer ganz, ganz tiefen Erschöpfung. Also wenn wir wirklich keinen Antrieb mehr, keine Energie mehr haben, das kann ein Zeichen dafür sein, dass du seelisch, physisch in einer absoluten, ja, Verausgabung beziehungsweise womöglich auch depressiven Zustände dich befindest. Aber auf jeden Fall Erschöpfung ist der Zustand, was du merkst. Nächster Grund kann dafür sein, dass du dich leer fühlst und dieses Gefäß so leer ist im Inneren, weil es nichts mehr gibt, das dich erfüllt oder Spaß macht. Das zeugt davon, wenn wir, beziehungsweise womöglich du, auch zum Teil Lust oder auch Sinn, überhaupt etwas zu tun oder ja in deinem Leben verloren hast. Das kann auch auf depressive Zustände hindeuten, aber natürlich auch eine absolut typische Folge von Kindheitstraumata, dass diese Menschen so viel gescheitert sind, so oft versucht haben, vielleicht ein bisschen Zuwendung zu ergattern und ein bisschen Anerkennung und dass sie gesehen werden, dass sie nicht selten schon als Kind damit aufgeben und damit aufhören, überhaupt ja ein gewisser Antrieb und ein gewisser ihr Bedürfnis, Lust und Freude zu empfinden, dass sie diese absolut irgendwo ganz, ganz tief vergraben. Und dann ist es auch nicht mehr möglich, wenn wir diese Gewohnheit sehr, sehr früh entwickeln, diese so einfach, ja, in das Leben zurückzuholen. Sondern das müsste dann ein bewusster Prozess sein, was wir angehen, damit es mehr Heilung geben kann. Wenn wir keinen Spaß und Freude empfinden, kann auch ergänzend darauf hindeuten, dass wir überfordert sind, weil wir dann eben mehr in der Erschöpfung sind oder mehr in ein Überreguliertsein sind und wir können nur noch auf das Notwendigste sozusagen uns konzentrieren und es ist nicht mehr möglich, dass wir auch die schöne Seite des Lebens sehen. Ein nächster Grund kann dafür sein, dass du dich leer fühlst, dass es ja wie eine Art Taubheit ist, weil du dich selbst nicht mehr spürst. Das ist ein erneutes, also der Personalisation. Das heißt, dass diese Abspaltung, also dissoziative Zustand, so weit fortgeschritten ist, dass wirklich zum Teil Körperteile, ja, Körperteile, also von deinem Organismus, gewisse Bereiche, du nicht mehr empfinden kannst. Das ist wirklich ein Symptom, was gar nicht so wenige berichten. Und das ist auch mit einem Gefühl der Leere einhergehend. Denn natürlich, wenn ich mich selbst nicht spüren kann, das ist wie ein Leere, dann ist ja unser Gefäß so, dass ich das vielleicht sogar sehe, also ich kann ja visuell wahrnehmen, aber ich empfinde sensorisch nichts, sondern es ist halt etwas da, aber ist leer. Nächste Möglichkeit, Grund kann sein, dass du dich leer empfindest, ist, dass das für dich schon alles gleichgültig und egal geworden ist. Das ist ein
Zeichen dafür, dass du eine Art Abgestumpftheit hast oder auch Lustlosigkeit, das bei dir diese Leere dann eben erzeugt. Und wir werden gleichgültig und wir geben vieles auf, wenn ja sehr, sehr oft Misserfolg und keine Resonanz erfahren haben. Das heißt, dass auch die Bezugspersonen oder auch heutige Bezugspersonen oder Umfeld uns immer wieder nur Signale gibt, die uns nicht vermittelt, wir sind in Ordnung, sondern genau das Gegenteil. Eine nächste Möglichkeit kann sein, dass du dich in einer Leere empfindest. Manche drücken das so aus, wie unter einer Käseglocke, die alle Gefühle dämpft. Ja, das ist auch erneut ein Zustand, wo der Körper sich wehrt, wo der Körper und das Nervensystem sagen, ich muss es dämpfen. Ansonsten kann ja der oder diejenige das gerade, beziehungsweise der Körper, kann es in dem Moment nicht verarbeiten. Das heißt, dass ansonsten vielleicht ja, im Kindesalter Lebensgefahr bedeuten könnte, eine absolute Überforderung des Nervensystems, und das wäre sicherlich ein emotionalen Sturz, die Folge und auch sicherlich Erkrankungen vom Körper. Diese Käseglocke als Schutz ist natürlich auch eine Form der Dissoziation. Also der Körper reicht dir sozusagen die Hand und baldet und hält den Schmerz von dir weg, fern. Und das ist gut. Lange ist aber nicht anzustreben, denn ist sehr, sehr schädlich für den Körper, wenn wir diese Belastungen und diese Gefahrsituationen und massiven Stress über lange Zeit dem Körper zumuten, denn ist langfristig auf jeden Fall eine chronische Erkrankung dann die Folge. Ich kenne auch solche Aussagen, ich kann keine Entscheidung finden, denn da ist nur Leere. Das ist, glaube ich, ein noch tiefer gehender, also auch im kognitiven Bereich, tiefer gehender Zustand. Das bedeutet, dass vielmehr auch ja, die Suche nach der Identität dabei mit beimischt, weil wenn ich keine Entscheidung treffen kann, nicht in der Lage bin gerade, dann heißt es, dass ich auf jeden Fall in einem überreguliert sein bin oder in ein massive unterreguliert sein. Auch das kann sein, also wo wir Parasympathikus ganz tief auf den Leiter sind, weil ja, entweder gab es ja schon einen Stromausfall und das Nervensystem hat gesagt, okay, also diesen massiven Stress halte ich nicht aus, Shutdown, jetzt ist mal raus aus diesem Tunnel und aus diesen massiven Belastung, oder du bist noch gerade mit dabei, versuchst das irgendwie zu bewerkstelligen und bist dann so überreguliert, dass natürlich als erstes unser präfrontaler Kortex und eben ja, die Kognition, der Verstand dann abschaltet und man ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Wenn aber dieser Begriff oder diese Ausdrucksweise, ja, ich kann mich nicht entscheiden oder ich konnte mich auch schon früher nicht entscheiden, auch schon als Jugendliche zum Beispiel, weil da ist Leere, das kann auch davon zeugen, dass eben die Bedürfnisse bzw. auch die Vorlieben, die Eigenschaften der Persönlichkeit, ja, also das ist ja eben unser heutige, nicht wahr, Chitta-Persönlichkeit, das ist ja dein inneres Kind. Und wenn du schon bereits als Jugendlicher hier Krisen hattest, das heißt, womöglich auch innere Dilemmas, ne? Wenn ich jetzt so oder so entscheide, wem gefalle ich und wem nicht, oder wem werde ich ja verärgern, aber auf der anderen Seite, wenn ich da immer nur auf andere ausgerichtet war, natürlich entsteht ja hier etwas mit sehr viel Mangel, ja, also da bleiben die kindlichen Anteile, die ja vieles auch als Erwachsene nicht angeeignet haben
und auch nicht in der Lage sind, eine Art Identität zu bilden oder zu finden, wiederzufinden. Das heißt, ich frage und suche danach, ja, wer bin ich denn? Was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich das studieren oder das studieren? Möchte ich so ein Kleid tragen oder ein anderes Kleid tragen? Und ich kann einfach nicht beantworten, denn ich meine Identität nicht richtig finden kann. Das heißt, meine Bedürfnisse auch gar nicht richtig kenne. Und um das zu erreichen, muss natürlich ja auch hier die frühkindliche Traumatisierung angegangen werden. Man sollte auch die Verbindung zum Körper suchen und finden, damit wieder in das Spüren gekommen werden kann. Und dann ist auch viel, viel leichter, all diese Fragen, die man sich vielleicht stellt oder das Leben einstellt, zu beantworten. Manche drücken diese Leere so aus, verbal: Ich fühle mich abgetrennt und fremd von der Welt. Ja, das ist wieder ein dissoziativer Zustand, also wo der Körper sich ja für dich einsetzt und schützt. Das ist eine Realisation, wo wir unsere Welt um uns herum dann tatsächlich künstlich, irreal und manche ja wie so ein, ne, so ein Betäubtsein empfinden oder wie wenn sie in so einem Tagtraum wären und das ist alles irgendwie nicht normal. Manchmal kommen auch sogar Ohrsausen mit dazu und ja, so eine allgemeine Taubheit. Also, das waren jetzt 10 Möglichkeiten und auch, ich sag mal, verbale Ausdrucksweisen dafür, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, ich fühle mich leer. Und ich bin ganz gespannt, welche von diesen 10 Ursachen kennst du bei dir? Hast du die ja schon mal erfahren? Hast du vielleicht mit manchen noch bis heute ein Struggle und kämpfst du immer noch damit, dass du ja vielleicht nicht weißt, wie du das für dich lösen könntest, wie du diese Zustände nachhaltig heilen kannst. Und wenn es so sei, dann lade ich dich wirklich dazu ein, schließe dich unserer Akademie an. Du findest ja in den Shownotes unten auch den Link. Melde dich an und dann würden wir uns auch dort treffen. Auf eure Kommentare und auf ein Liken freue ich mich natürlich sehr. Und ich bin schon ganz gespannt, was du zu berichten hast. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Gabriela. 'Cause it feels like